Tag, liebe Sportskamera, neue Görki am Start. Und zwar habe ich die Frage bekommen, ob Trainingspläne aus dem Internet oder aus Handy-Apps, ob die gut sind, ob die was bringen. Und darauf wollte ich hier in dem Video einfach mal kurz drauf eingehen. Vorgefertigte Trainingspläne findet man ja heutzutage überall, ob im Internet, in Foren, in Blogs, Handy-Apps, Zeitschriften und so weiter und so fort. Und macht das Sinn oder nicht? Und ich bin einfach der Meinung, ja, es macht Sinn, denn ein Fortgeschrittener, der weiß, was er tut, wird darauf sowieso erstmal nicht achten. Und derjenige, der darauf achtet, wird ja in der Regel ein Anfänger sein, der sonst nicht weiß, was er tut. Und bevor jemand, der keinen Plan hat, was er tut, irgendeinen Scheiß macht, dann macht er doch lieber einen Trainingsplan aus dem Internet, ja. Weil ich erlebe das jeden Tag im McFit zum Beispiel, wenn die Leute mich so erkennen, so, hey, bist du nicht dieser Görki aus dem YouTube? Und dann sage ich, ja, da bin ich. Und dann kommen wir mal so ganz kurz ins Gespräch und ich frage dann immer, ja, was machst du denn heute hier? Schönen Leg Day oder was machst du? Und dann sagen sie, nö, ich mache heute ein bisschen Bauch, ich mache ein bisschen Brust so, ein bisschen Schultern. Und dann sage ich mal, was machst du morgen? Ja, morgen mache ich dann Bankdrücken und ein bisschen was für die Beine. Ja, und dann merkt man halt bei vielen Anfängern, 16-, 17-Jährige, 18-Jährige, die haben einfach überhaupt gar keinen Plan. Die werden vom Kumpel mitgenommen ins McFit, der erzählt denen irgendeine Story, nimmt 10 Gramm Kreatin am Tag, dann läuft der Hase. Und für diese Leute ist es doch einfach ganz cool, wenn die wirklich mal ins Internet gucken und da vielleicht einen Dreier-Split finden oder ein Ganzkörpertraining und dann zunächst schon mal die Muskelgruppen richtig zusammenlegen können, richtige Regenerationspausen haben. Es ist natürlich nicht der 100% perfekte Plan für die Leute, aber es gibt eine gewisse Grundstruktur. Und wenn halt so ein vorgefertigter Plan aus dem Internet zum Beispiel die Leute anregt, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, und das muss man in der Regel, wenn man ein bisschen fortgeschritten sein möchte, dann bietet doch so ein Trainingsplan aus dem Internet eine sehr, sehr gute Struktur. Genauso ist es ja mit diesen Online-Coaching-Programmen von gewissen Typen aus dem Internet. Das ist ja auch eine Art Struktur. Und damit hat man natürlich immer noch viel mehr Erfolg, als wenn man irgendeinen Quatsch macht. Ne? Das ist natürlich nicht der 100% perfekte Plan dann, aber mit so einer gewissen Grundstruktur fängt man an, das Ganze zu hinterfragen. Man fragt sich, wieso ist das jetzt so, wieso ist das so? Und dann, bang, geht hier oben Licht auf und dann informiert man sich halt selber noch ein bisschen und so kommt man halt da rein. Und deswegen finde ich schon, dass diese fertigen Trainingspläne, die man so findet, auf jeden Fall einen Sinn machen. Und in der Regel sind sie auch Standardpläne, Dreier-Splits, Ganzkörpertraining und so weiter. Und wenn man das Prinzip schon mal verstanden hat und gerade ein 17- oder ein 18-Jähriger, wenn er sich dann an so einem Dreier-Split zunächst mal hält und nicht irgendwie nur rumeiert mit seinem Kollegen im Studio, dann hat das seinen Sinn erfüllt und ja, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Deswegen, die Frage kam von irgendeinem, ich weiß nicht mehr von wem, aber ich hoffe, ich konnte sie beantworten und deswegen scheut euch nicht, diese Pläne anzugucken. Ich verweise die Leute im McFit dann immer auf, es gibt ja von der Lux diese kleinen Trainingspläne, wo auch der Daniel Gildner so einen Plan gemacht hat. Dann sage ich, komm, holt euch mal hier ein Dreier-Split oder ein Ganzkörpertraining, sprecht nochmal kurz den Trainer an, wenn der nicht irgendwie verschwunden ist vom McFit. Und dann gibt das auf jeden Fall schon mal eine Grundstruktur, macht Sinn. Ne? In dem Sinne, das wollte ich nochmal hier kurz erklären, ich bin raus. Are you ready now? Ready now? Are you ready now? Are you ready? If you are, we'll be friends from the start, then I'll mend your heart. We met and the fire was burning. I admire that you kept it flirting. Are you ready now? Ready now? Are you ready now? Ready now? Are you ready? If you are, we'll be friends from the start, then I'll mend your heart. How about I keep you kept? How about no lies, no secrets?